Community, ich gebe euch jetzt 3 Sekunden Zeit, dieses Video zu liken, abonnieren und die Glocke zu aktivieren. 1, 2, 3. Und alle, die mich immer noch nicht abonniert haben. Was ist falsch mit dir, du Fisch? Abonnier mich. Und aktiviere die Glocke. Dankeschön. Creator Code Buri in meinen YouTube-Shop eintragen. Ach ja, folgt mir unbedingt auf Instagram. Buri_44. Sonst klatscht es, Junge. Also, Jilla, viel Spaß mit dem Video. Können uns wirklich mal ein echt treffen, ja? Okay. Das ist ja voll schön, dann oder? Kann ich, ja, dann kann ich den Klatsch auf den Po geben. Ich will deine Hände immer haben. Ja? Sagst du 01? 01? Was geht ab, mein Community? Heute in diesem Video habe ich mit Mello zusammen meinen Cousin Arda geprankt. Und zwar wollte Arda schon immer mal mit Mello zusammen Fortnite spielen. Und ja, das hat er in diesem Video. Aber wir haben ihn komplett Hobbips genommen. Denn ich war mit Mello zusammen im Discord und habe sie ferngesteuert. Ich habe Mello Anweisungen gegeben, was sie alles dem Arda sagen soll. Und das war mehr als cringe. Wundert euch nicht, warum ihr meine Stimme im Video hört. Arda hat gar nichts gehört. Denn ich war im anderen Raum und habe so getan, als ob ich beschäftigt bin. Und das im Nachhinein hinzugefügt. Ich bin auch im Video gar nicht zu sehen, sondern ich komme am Ende erst vor, wo wir den Prank zusammen mit Mello auflösen. Ich wünsche euch viel Spaß. Es ist mega lustig geworden. Sag so, hey, ich freue mich voll mit dir zu spielen. Buri hat mir ganz viel über dich erzählt. Hey. Ich freue mich voll mit dir zu spielen. Buri hat mir voll viel über dich erzählt. Ja? Als wenn? Ja, hat er. Doch. Als wenn, ey. Bist du die reale Mello? Ja, ich bin die echte Mello. Oh mein Gott, ich bin einfach mit der realen Mello. Was? Als wenn? Puh. Ja, wirklich. Ey, okay, ist ein Win, okay, direkt erste Runde ein Win. Du bist voll süß. Ey, einfach. Ah, Dinge. Buri hat mir sogar Bilder von dir geschickt. Du bist voll süß. Buri hat mir. Oh, ja. Als wenn. Was? Wo sollen wir landen? Sag so, oh, du siehst aus wie ein Köfte-Spießverkäufer. Lass hier. Krass. Du siehst aus einfach wie ein Köfte-Spießverkäufer. Oh, zum Anbeißen lecker. Ja? Oh mein Gott. Hey, was geht jetzt ab? Was sagt der? Was geht hier ab? Als wenn. Einfach, ich bin mit Mello in einer Runde. Ich mag deinen Schnäuzer. Dein Schnäuzer? Ja? Was für Schweizer? Was laberst du? Ich mag deinen Schnäuzer. Mein Schnäuzer ist auch schön, ich weiß, brauchst du mir nicht so sagen. Alter, der ist voll schön. Ja, ich weiß. Siehst aus wie Meadow. Siehst aus einfach wie Meadow. Nur ein Pummelig. Ja, Meadow? Hä, hey, Meadow ist mein größerer Bruder, was? Also so. Nur also, in Pummelig, by the way. Ja? Voll süß. Ja. Ja, ich weiß, ich bin süß. So bei mir läuft halt auch so. Genau, läuft. Was? Ich bin einfach mit Mello. Sag so, Mello, was hast du gerade an? Die reale Mello. Ich muss gerade drauf klarkommen. Was hast du eigentlich gerade an? Ich? Ja. Ich hab ein. Was? Warum fragst du mich sowas? Ich hab eine Jogginghose an und eine Strickjacke. Ich steh drauf. Darauf steh ich voll. Ach du Scheiße, Mensch. Was geht jetzt ab? okay. Sag so, ja. Wie groß bist du eigentlich? Wie groß bist du eigentlich? Ich bin 1,63 oder so. Warum? 1,63? Hast du eine Freundin? Eigentlich noch relativ klein. Hast du eine Freundin? Nein, keiner will mich. Ich bin viel zu fett. Wie, nein? Sagst du, wie kann so ein schöner Mann keine Freundin haben? Wer will mich schon? Wie kann ein so schöner Mann keine Freundin haben? Hä, wie geht das? Du lügst doch. Sagst du, hast du ein breites Kreuz? Hast du ein breites Kreuz? Ein breites Kreuz? Was ist das? Ja? So, bist du breit gebaut? Ja, ich bin breiter als der Türsteher, als wenn du das nicht wusstest. Breiter als der Türsteher? Ja, Buri hat dir doch ein Bild geschickt. Darauf stehen wir Frauen. Da musst du schon sehen. Darauf stehen halt Frauen, weißt du, ne? Ja, Mann. Sagst du, ich stehe besonders drauf. Schwarz, darauf stehen Frauen? Ja. Und ich stehe besonders darauf. So, wie sollte deine Traumfrau eigentlich aussehen? Hilfe, ich bin in Gefahr. Wie sollte denn deine Traumfrau aussehen? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Warum fragst du mich sowas? Was geht ich bin immer neugierig. Sag mal, wie sollte denn so deine Traumfrau aussehen? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Ja, hä, warum fragst du mich sowas? Du redest gerade mit deiner Traumfrau, was sagst du? Oh mein Gott, Mello! Hä, nein!
Du bist meine Lieblings-YouTuberin, aber du bist doch nicht meine Traumfrau. Was geht jetzt ab? Nein. Sag so, was würdest du machen, wenn ich jetzt neben dir wäre? Okay, 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 guck mal. Was würdest du eigentlich machen, wenn ich jetzt neben dir stehen würde? Ich würde mit dir ein Foto machen. Ein Foto? Und Fortnite spielen. Ja, Fortnite spielen. Fortnite spielen? Wir spielen doch auch gerade Fortnite. Ja, das wäre ja noch krasser, so, wenn wir die sonst außer Fortnite würden, oder? Machen. Was würdest du denn sonst noch machen außer Fortnite? Ein Foto machen. Nur ein Foto machen? Mehr nicht? Ja, was denn sonst? Sagst du viele Fotos? Viele Fotos? Hm? Viele? Nein, eins reicht, oder? Eins reicht, aber man kann, man kann auch nie genug von mir kriegen. Hä? Hä? Was geht hier ab? Oh Gott. Was geht denn hier ab? Sag jetzt so, spielst du Fußball? Spielst du Fußball? Nein, ich doch nicht. Also sagst du, also kannst du nicht gut schießen? Also kannst du nicht gut schießen? Was? Kannst du nicht gut schießen? Doch, weil ich spiele Fußball, also im Verein. Sag jetzt so, ich finde dein Lächeln voll süß. Komm zu mir. By the way, ich finde dein Lächeln richtig süß. Du klingst, oh, oh mein Gott, mein Herz schmilzt dabei. Ach du Scheiße, oh mein Gott. Ich hab einen Helikopter, warte, ich hol dich ab. Okay, let's go. Ich warte auf dich hier, mein Held. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 13. Aber ich bin natürlich so breit wie ein, also okay, ein 20-Jähriger. Also da kann man keinen Unterschied sehen. Ja. Okay, ich mag 13-Jährige. Ja? Wie lange bist du denn? Sag so, ich bin 17. Nein, 16, sag du bist 16. Ich bin 16. Warum? Oh, 16. Ah, Chica. Ja. Chica. Chica, wie geht's dir? In der Liebe gibt's kein Alter. Was sagt denn Chica zu ja. dir? Ja. Hä? Will ich gerade in klären? Der Liebe gibt es kein Alter. Weißt du aber schon, oder? Ja, natürlich weiß ich das. Der kleine Chicken-Window-Man. Der Cousin mit Cringe. Warte. Ja, jetzt. In der Liebe gibt es also kein Alter. Genau, in der Liebe gibt es kein Alter. Hey, oh, das ist doch perfekt für mich, oder? Okay, okay, wir gehen jetzt in die Offensive, okay? Mein Gott. Das gefällt mir gerade, dass du mich magst und dass ich dir gefalle. Das gefällt mir gerade, dass du mich so magst oder dass ich dir halt gefalle. Ja, wir können sie auch mal so ein echt treffen, ne? Welchen an... Was? Oder? Da wäre doch bestimmt was, oder? Ja. So zwischen uns. Sagst du, ja klar, dann könnte ich einen Klaps auf den Po geben. Ja, guck mal, wir können uns wirklich mal ein echt treffen, ja? Okay. Das ist ja voll schön, dann oder? Kann ich, dann kann ich den Klatsch auf den Po geben. Das wäre sehr, sehr schön. Was? Boah. Was? Ich stell mir das gerade vor. Sagst du, ich würde dir auf die Lippen Chica. Beißen. Hola, Chica. Senorita. Ich würde dir auf die Lippen beißen. Oh mein Gott. Safe sein, du bist gerade auf M, auf XXL. Das ist schon hübsch, ja, das muss man schon zugeben. Oh Gott. Nein, das sollst du nicht sagen. Nein, das sollst du nicht sagen. Sag jetzt einen Ort gehen. Da können wir jetzt schön zu zweit ruhig alleine sein, oder? Hey, natürlich. Dann können wir ruhig alleine sein. Zu zweit in einem riesigen Haus. Was machen wir denn da? Hä? Was? Wir spielen Fortnite und machen Chakalaka. Okay, wir spielen Fortnite und machen Chakalaka. Gute Idee. Ja, ne? Das ist eine sehr schöne Idee. Boah. Was geht bei dem ab? Sagst du, ja, das gefällt mir alles. Sagst ja, du, oh das mein gefällt Gott. Mir alles. Oh mein Gott. Ja, mir natürlich auch. Meine Prinzessin. Mein Cousin versucht es zu klären. Ey, wir machen Spaß und er meint's ernst. Sag ihm so, ich würde dir gerne auf die Lippen beißen. Du machst Mello, komm mal zu mir, bitte. Ich zeig dir was voll Cooles. Ja, ohne Witz, ich würde dir so gerne mal in die Lippen beißen. Ja, guck mal, ich kann so krass tanzen. Der ist für dich der Tanz. Yeah. Guck mal, hier ist sogar eine Kiste für dich. Oder hier ist ein Seilbahn, komm hier raus. Soll ich richtig hops nehmen? Okay, sagst du, ich will deine Handynummer. Wo bist du? Hier, ich warte hier auf dich. Natürlich. Ich komm zu dir, geh schon mal in die Zone. Nein, ich warte auf dich. Ich geb dir mal Nein, geh. Alles gut. Nein, alles gut. Ich warte auf dich. Senorita. Ich will deine Handynummer haben. Ja? Ja. Aber ich kann dir die ruhig geben. Soll ich dir die gleich geben nach der Runde? Was? Hä, gib mal nach der Runde. Oha. Ja, gerne mache ich das. Okay, guck mal, du kriegst sogar meinen letzten Heilschuss. Ich bin einfach eine falsche Handynummer jetzt. Guck mal, ich gebe dir jetzt meine Nummer, okay? Ja. Schreibst du auf? Ja, warte gleich. Nach der Runde können wir das machen, weil wir sind gerade in der Runde. Nach der Runde? Hm? Okay, dann können wir es gerne machen. Oh Gott, Mann. Nein, sag entweder jetzt oder gar nicht. Also, ich gebe dir entweder meine Nummer jetzt oder gar nicht. Deine Okay, Wahl. Dann jetzt. Dann jetzt. Okay, ja. Schreib's auf. Warte, ich baue mich ein und schreib ich auf.
Okay, ja? Okay, bau dich ein. Ja, let's go. Auf Schiff, ja. Ey, soll ich jetzt auflösen? Ja, ich warte. Okay. Sagst du 01? Also, 01? Ja, 01. 66. Warte, ich bin direkt in der Regel. 6? 66. Weiter? 66, ich komm jetzt rein. 66. Ja. Okay, ich stimme jetzt. Oh mein Gott. Und was noch? Ja? Hallo? Ja? Was machst du noch? Oh. Nix, ich zock nur ein bisschen Fortnite. Ah, du zockst Fortnite? Ja. Ach so, mit wem zockst du Fortnite? Mit Mello. Mit Mello? Ja, ja. Ist immer noch? Bist du nicht offline gegangen? Nein. Doch, die ist offline. Ah, ist das nicht Mello gerade? Nein, das ist mein Freund. Guck, also. Ey, was machst du da gerade? Das war Renegade, oder nicht? Wie bitte? Das ist ein Renegade, oder nicht? Nein, das ist kein Renegade. Also, das ist gar kein Problem. Was sagst du gerade so? Nein, gar kein Problem. Alles gut. Alles gut, du kannst richtig weiter entspannen gehen. Oh mein ja? Gott. Wir haben dich Hops genommen. Wie hab's genommen? Wie hab's genommen? Was hast du denn gerade gemacht? Nix, ich hab mit Männern nur normal gespielt, ohne ein Problem. Hast du gerade eine Handynummer bekommen? Nein. Wir haben dich Hops genommen, alle. Als wenn. Ey, Opa, wie ist der Männer? Nein, Männer, ich gewinne das für dich. Boah, Mann, Alter, ich hätte die fast geklärt, das wäre so geil gewesen und nix, Gönner. Bruh. Gönnt ja gar nicht. What the fuck? Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Das war der Prank. Schaut auf jeden Fall bei Arda, Mello vorbei. Den Link zu ihrem YouTube-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Und hier, ich bin gerade auf Discord mit Mello. Und der wird hochgenommen. Ich will nicht sterben. Neben meinem Kopf erscheinen noch weitere Videos. Schaut sie euch auch ebenfalls an. Haut rein und schaut rein. Euer Buri, bis morgen. Du Chorba, du.